Also wir sind da heute am Fuchsloch bei deinem Standort, um uns das einmal gemeinsam da anzuschauen. Du hast dich daheim schon vorbereitet, hast dir die Standortkarte ausgedruckt und hast da das Erhebungsprotokoll mitgenommen. Und zur Hilfe auch für die Schmetterlingsbestimmung nachher die Schmetterlingskarte. Bei deinem Ausdruck siehst du, schauen wir mal, wo dein Transekt, das ist die blaue Linie, wo die anfängt und wo sie aufhört. Also die geht da jetzt entlang vom Weg bis da nach oben. Und entlang von den 50 Meter zählst du jetzt links und rechts 2,5 Meter in die Fläche die Schmetterlinge. Also du kannst dir vorstellen, wie wenn du dich in so einem Quader befinden würdest, der mit dir, während du da langsam entlang gehst, weitergeht. Und immer nur in dem Bereich bitte zählen. Eigentlich ist die Aufnahme in zwei Teile geteilt. Der erste Teil beschäftigt sich eben mit der Umgebung, mit dem Wetter, mit welchen Pflanzen vorhanden sind. Und der zweite Teil sind nachher die Schmetterlingserhebungen. Also fangen wir mal an. Zuerst gibst du einen deinen Namen, schreibst hin. Dann, was das für ein Standort ist, da sind wir im Fuchsloch, in Mühlau. Die Standortbeschreibung steht ja immer dabei, wenn du das im Internet herausgesucht hast. Dann, was ist halt für ein Datum? Wichtig ist auch noch, dass wir die Vegetationshöhe wissen, weil es natürlich auch Einfluss hat, ob die Wiese jetzt frisch gemäht worden ist oder ob die jetzt vielleicht schon bis daher bei dir geht. Da ist ganz gut, wenn du ein Maßband dabei hast und die mittlere Vegetationshöhe mischst. Also einfach einen Teil aussuchen, wo du denkst, da ist es repräsentativ. Und dann mischst du es aus und schreibst gerade die mittlere Höhe dazu. Als nächstes schaust du auf deiner Fläche. Die Fläche sind ja die 50 Meter, mit links und rechts die 2,5 Meter jeweils. Nach einem möglichst repräsentativen Standort von den Blüten her. Also schauen wir da gleich. Und zählst da die jeweiligen Blütenfarben in einem Halbkreis von 2,5 Meter Radius vor dir. Und schaust, was befindet sich eben in dem Halbkreis an Blüten. Also, dann kannst du das einteilen, eben entweder 0 Blüten, 1 bis 5 Blüten, 6 bis 20 Blüten oder sind es über 20 Blüten. Leider haben wir da jetzt gerade nicht so wirklich viele Blüten. Weiß haben wir nichts, gelb haben wir nichts, orange haben wir auch nichts. Rosarot, rot, violett haben wir da einige. Also da haben wir über 20 von den Violetten, dann schreiben wir das hin. In dem gleichen Halbkreis von 2,5 Meter schaust du auch, was da an Insekten herumfliegt. Wenn ich da jetzt einmal kurz drüber schaue, wuselt es da ziemlich viele kleine Fluginsekten. Da haben wir auch noch Bienen. Und das trage ich nachher da ein, wie viele da an Insekten auf den ersten Blick sehe. Das sind da über 10. So können wir nachher zum Beispiel im Nachhinein vergleichen, waren da viele Insekten, aber keine Schmetterlinge an dem Standort, oder auch umgekehrt, waren da viele Schmetterlinge, aber keine anderen Insekten zum Beispiel. Als nächstes schätzen wir die Bewölkung in Achtel ab. Das heißt, du schaust einfach einmal über die und teilst den Himmel in 8 gleiche Teile. Und wie viele Teile waren jetzt da mit Wolken bedeckt? Also heute haben wir fast keine Bewölkung. Höchstens 1/8, würde ich sagen. In deine Unterlagen findest du auch die Buffon-Skala. Die haben wir da. Das hilft dir, die Windstärken einzuschätzen.
Also nach der kannst du nachher sagen, bewegen sich eben einzelne Gräser im Wind oder es ist total windstill. Und das bitte annotieren, weil das natürlich auch das Verhalten von den Schmetterlingen beeinflusst. Also heute haben wir es im Moment eigentlich so gut wie windstill. Dann tragen wir Nuller ein. Drunter befindet sich das Kommentarfeld. Das ist da. In die Kommentare kannst du Sachen einschreiben, bei denen du denkst, dass sie eben die Erhebung beeinflussen könnten. Also zum Beispiel, die Wiese wurde frisch gemäht, die Wiese wurde frisch gedüngt. Wir schauen uns ja in dem Monitoring die jeweiligen Standorte über Jahre, hoffentlich vielleicht sogar Jahrzehnte an. Das kann sich natürlich nachher da ändern. Also die Wiese kann auch irgendwann sich zum Beispiel in einen Acker umwandeln, dann das auch einfach da in den Kommentar einschreiben. Also ich würde sagen, die Wiese ist jetzt heuer einmal gemäht worden bis jetzt, ist aber schon wieder ganz gut nachgewachsen. Und dann startest du mit deiner eigentlichen Erhebung von den Schmetterlingen. Und das funktioniert jetzt so, dass du ganz langsam die 50 Meter entlang gehst und während dem Weitergehen eben links und rechts immer schaust, was da an Schmetterlinge sitzt und fliegt. Und für jeden Schmetterling, den du eben siehst, machst du da Strich alleine. Wir haben da unser Vielfalterschema und da ist dein Erhebungsblatt. Und da kannst du nachher die jeweiligen Falter, die du siehst, eintragen, indem dass du einfach eine Stricherliste beim jeweiligen Falter machst. Zum Beispiel, wenn du einen Weißling siehst, und das ist ein Kohlweißling, kannst du einfach da einen Strich dazu machen, bei dem Kohlweißling. Beim Zählen kann es jetzt aber zum Beispiel auch vorkommen, dass du auf die Schnelle nicht gescheit erkennst, ist das jetzt ein Kohlweißling oder ist das ein Baumweißling, der da schnell gequert ist. Und in solchen Fällen kannst du das da unten in die Kästchen eintragen mit den abgerundeten Ecken. Also das ist für Schmetterlinge, die du zum Beispiel schnell im Flug nicht genau erkennt hast, zu welcher Gruppe sie da gehören. Beziehungsweise wir haben in Österreich über 215 verschiedene Tagfalterarten und die haben wir da auf dem Schema ja nicht alle abgebildet. Das heißt, wenn du einen Tagfalter siehst, der da auf dem Schema nicht ist, kannst du das auch da unten in die Kästchen eintragen. Beispielsweise da herüben. Zu der Gruppe würde auch der C-Falter gehören. Das könnte man nachher, wenn man C-Falter sehen, könnte man das da auf der Seite eintragen. Okay, dann fangen wir an. Ich mache das normalerweise immer so, dass ich mir die Stoppuhr stelle bei meinem Handy, damit ich die Zeit nicht vergiss. Damit wirklich immer die Fläche und die Zeit gleich ist, weil das ganz wichtig ist nachher für den Vergleich. Verschiedene Erhebungen von verschiedenen Erheber und Erheberinnen. Also wir haben es jetzt 11.01 Uhr. Dann die Stoppuhr rein. Und dann starten wir mal los. Eben die Stoppuhr ist ganz praktisch, weil gerade wenn weniger los ist, ist man ein bisschen in der Gefahr, dass man zu schnell durch die Fläche durchgeht. Und wenn eben sehr viel los ist, kann es sein, dass man sich einfach verlauft oder eigentlich 20 Minuten schon auf der Fläche ist und es einfach nicht merkt. Deswegen immer am besten eine Stoppuhr mitnehmen. Der ist jetzt zum Beispiel in meiner Fläche, dann kann man nachschauen, was ist das? Das ist ein Ochsenauge und dann mache ich einen Strichel beim Ochsenauge.
So, an dem Punkt möchte ich kurz stoppen. Weil, wie wir da vorne gesehen haben, war es da gut möglich, links und rechts 2,5 Meter in die Fläche zu schauen. Da befindet sich jetzt auf der Seite eben der Gebüschsaum. Das heißt, auf der Seite kann ich jetzt eigentlich nicht die 2,5 Meter wirklich gescheit in die Fläche schauen. Das heißt, ich würde jetzt die 2,5 Meter, was ich normalerweise in die Fläche ausschaue, also in die Seite, da herüberlegen und in die Fläche 5 Meter hineinschauen. Für den restlichen Weg bis da oben. Wieder Stopp an. Wir sehen jetzt da drüben fliegen Schmetterlinge und jetzt kommt jemand einer zu uns in die Fläche einer. Da darf ich jetzt zählen. So. Und somit hast du deine erste Erhebung schon gemacht. So schaut das aus.